Hey Leute, ich bin's, Mr. Science Pen, und heute zu einer neuen Folge Dying Light. Wir waren zuvor bei dem Pakt mit der AIs, wo ich als letztes gesagt habe, dass ich nachschauen werde wegen Weitermachen ob ich die Mission neu starten kann, anders gesagt. Und ich habe wirklich keinen Grund oder ich habe keinen Ort gefunden, wo ich das neu starten konnte. Deswegen verzeiht mir, dass ich hier weitermachen muss. Es ist nicht sehr viel passiert, also es ist wirklich kaum was passiert. Ich habe jetzt einen Sender aktiviert, jetzt haben alle wieder einen perfekten Funk. Zwischen den zwei Doktoren, ich weiß gar nicht, wie die Namen. Auf jeden Fall können die jetzt perfekt arbeiten, ohne irgendein Rauschen. Und ja, dann lasst gleich mal mit Karim reden. Ah, mein Freund. Reis mag dich, das weiß ich. Ja, woher? Weil du immer noch am Leben bist. Die Aufgabe ist kinderleicht. Du musst in einigen Siedlungen hier in der Gegend bloß was abholen. Wo genau? Zuerst ist Jafars Werkstatt dran. Direkt östlich von hier. Aber denk daran, dass nicht alle, mit denen du es heute zu tun hast, kooperativ sein werden. Doch ich bin sicher, du wirst sie überzeugen können. Meinst du nicht? Wäre auch lieber wie Schutzgeld oder sowas. Du willst dich uns anschließen? Im Leben nicht. Da hast du recht. Ich will mich nicht entschließen. Ich bin nicht überrascht, dass Reis sein Wort gebrochen hat. Aber der GRE lässt mich bestimmt nicht so einfach den Abgang machen. Und ich muss jede Chance nutzen, an das Antizin zu kommen. Dieses Mal soll ich für ihn Schutzgeld von den Siedlungen im Umkreis eintreiben. Danach sollte er mir besser die Medizin geben. Das hoffe ich auch. Ja Leute, ich muss wieder mein Spiel nachgucken. Es scheint wieder was nicht zu funktionieren. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt geguckt, ob ich was umändern kann. Ich habe wirklich keine Ahnung. Die ersten Videos, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Die liefen von der Grafik oder allgemein von den FPS super. Und immer weiter wurde dieses runtergesetzt. Jetzt nehme ich jetzt gerade mal nur noch mit 62 FPS auf, sonst hatte ich immer mit 70 FPS aufgenommen, was ziemlich, ja, traurig ist oder mich fragend macht, warum. Wir müssen jetzt den Kontakt zu GE aufbauen. Natürlich kann ich wieder hier nicht hochspringen. Mensch, geht doch. Und hören Sie mal, was er sagt. Oder was GE sagt. Crane hier. Bericht. Noch ein Auftrag von Rais, aber diesmal wird's schmutzig. Er zwingt mich, Schutzgeld von Überlebenden einzusammeln. Tun Sie, was er sagt und bleiben Sie bei ihm. Sie wissen, worum es geht. Ja, Crane Ende. So, dann gehen wir mal das erste Schutzgeld einsammeln. Ich wusste es, das kam rüber schon wie Schutzgeld. Alleine, wenn man schon sagt, du musst was holen. Alles weg. In 0, nix. Wie bitte? Wenn du mich siehst, denkst du dir dann, der Mann hat Erfolg? Nein? Verständlich. Aber ich habe... hatte ihn. Mir hat so gut wie jede Tankstelle in Aran gehört. Und als sie die Athletikspiele angekündigt haben, da habe ich mir, nun ja, einen Geldsegen erhofft. Wie ein Lottogewinn. War wohl nichts, was? Sieh dich um. Was meinst du? Aran war ein Ort, an dem es sich leben ließ. Etwas rückständig. Aber wir sind zurechtgekommen. Dann haben sie uns die Spiele zugesprochen. Ach, die Versprechungen. Normale Bürger sollten zu Wohlstand gelangen. Und die Wohlhabenden... Tja, wir sollten zu Königen werden. Ich bin kein König. All die Träume, all die Pläne, sie sind im Nu verflogen. Und es hat nicht nur die erfolgreichen Unternehmer getroffen. Die Regierung hat uns das Blaue vom Himmel versprochen.
Sind Sie Fensterputzer, Elektroreparateur, Grabenbauer? Die Spiele werden Ihr Leben umwälzen. Ja, unsere Welt wurde umgewälzt. Und wie? Du solltest dich gut umsehen, mein Freund. Ja, sieh dich gut um. Und dann sage dir, ich muss das genießen, was ich habe. Hier und jetzt. Weil es dir in Sekundenbruchteilen wieder genommen werden kann. Danke dir für die Information, also schön dir zu hören. Lernen Sie den in Ihrem Rucksack vorhandenen Raum von noch effizienter zu nutzen, erlangen Sie zu sechs zusätzliche Waffenslots. Und das natürlich. Oh, das ist ja gleich hier. Karim, ich bin bei der Werkstatt. Hast dir Zeit gelassen. Erledige den Job und zwar schnell. Das ist bloß die erste Station. Alles klar. So, was hast du denn hier? Ja, den kaufen wir doch gleich mal, den Benjamin Franklin Mod. So, ich mag die stumpfen Waffen irgendwie nicht so. Deswegen habe ich die gerade verkauft. So, danke dir. So, kann ich überhaupt schon mal... das wird... Taser Mod. Nee, wenn das verschwindet. Nee. Aber Fleischwolf, das hört sich gut an. Dann stelle ich das mal her. So. Habe ich das gleich im Inventar? Ja, Fleischwolf, gut. Gute Nacht. Das hört sich auch gut an. Was gibt's noch? Ach ja, Inventar. Verzeihung. Da konnte ich mich jetzt nicht muten. Das war jetzt dumm. So, Upgrades. F6 kann ich upgraden. Da haben wir noch einmal einen Champion einfach mal drauf. Einfach weil wir es haben. Hier machen wir einfach einen Attentäter drauf. So, hier tun wir auch noch einen Attentäter drauf. Oder? Nee. Vollstrecker. Kommen wir noch. Champion und. Ja, das war's. Ach, Reparaturen, nee. Nee, das ist nur Reparaturen. Okay, das lohnt sich jetzt nicht. So, ja. Sind Sie Jafar? Wer will das wissen? Mein Name ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass Raiz mich schickt und dass Sie ihm Geld schulden. Ich kenne dich gar nicht. Da könnt ihr jeder kommen, du Arschloch. Hau ab! Wie wär's damit? Ich brech dir beide Beine und schleif dich durch die Straßen zurück zu Raiz, ha? Dann kann er dir erklären, wieso du besser kooperiert hättest. Schon gut, meine Fresse. Du bist einer von Raiz Leuten. Nur die sind so widerwärtig. Hier ist das Geld. Nimm's schon. Und wenn ich nochmal zurückkommen muss? Ich werde nicht mehr zicken. Mikasa ist su Kasa. Tu mir bloß nicht weh, ja? Alles klar. Karim, ich bin's. Hab gedroht, dem Alten die Beine zu brechen. Und es hat funktioniert, oder? Als nächstes holst du den Tribut vom Fischerdorf ab. Geh ostwärts zum Tunneleingang. Ihr Bote wartet immer dort auf uns. Alles klar. Crane. Wie geht's denn, Kumpel? Ich spiel den Laufburschen für Raiz. Er hat eine Menge Macht, jagt vielen Angst ein. Und ob er das tut? Hör mal, die Zeit drängt. Uns geht das Antizin aus. Ich geb's zwar nur ungern zu, aber ich mach mir langsam Sorgen. Ich geb hier draußen mein Bestes, Bracken. Ja, ich verstehe. Ich will nur, dass du weißt, was auf dem Spiel steht. Ich bin auch infiziert, schon vergessen? Wenn das keine Motivation ist... Na gut. Zum Turm zurückschaffst. Ja, will ich auch hoffen. Kumpel, hier drüben. Ja. Ja, was gibt's? Dankeschön. Danke dir. Danke.
Das hört schon mal nicht so gut an. Karim, sowas habe ich noch nie gesehen. Dieser aufgedunsene Infizierte ist einfach explodiert. Ja, wir nennen sie Selbstmörder. Einige von uns töten mit ihnen andere Infizierte. Schießt man auf sie, vernichten sie alles in 3 Metern Umkreis. Du machst wohl Witze. Bleib auf Distanz, dann passiert dir nichts. Aber was ist mit dem Boden? War er dort? Nein, hab niemanden gesehen, nur scheiß Zombies. Okay, dann musst du wohl zum Dorf gehen. Suche nach einem Mann namens Görsel. Okay, Leute, das war ein ziemlich ekliger Zombie. Oh, ich wollte jetzt schon sagen, was ist jetzt los? Ah, das war das Licht. Ist alles okay bei dir? Hör mal auf zu flackern, das stört etwas. Also, der Oberteil von dem ist erstmal weg. Hallo, Zombies. Tschüss, Zombies. Tschüssikowski. So. Da war eine Markierung. Ich bin im Umspannwerk. Such die Schalttafel und leg den Schalter um. Dann startet das System neu. Fertig. Gut. Jetzt nochmal die gleiche Prozedur im zweiten Umspannwerk. Okay. Ich kann einen neuen Gegenstand herstellen. Ja, will ich aber jetzt noch nicht. Okay. So. Ah, jetzt will ich erstmal wirklich zum Fischerdorf. Na gut, nee, das ist ja eine Hauptquest. Also werden wir wahrscheinlich nicht erst damit weitermachen, sondern. Ja, das. So. Tut mir leid, Leute, dass ich diese heute kein Reis mit ein Mensch. Tut mir leid, Leute, dass ich heute keinen Pakt mit Reis mache, sondern Hochspannung. Dann werde ich wahrscheinlich. Ich werde schauen. Ich will wirklich alle Nebenmissionen machen. Ich finde, es lohnt sich einfach. So. Aua. Kopf abgetrennt. Bleib ruhig. Ich sag, bleib ruhig. Geht's noch? Ich sag's nicht nochmal. Na komm her. Na komm. Ich hab gesagt, ich sag's nicht nochmal. Oh, bleib weg. Bleib weg. Denkt man sich nicht Dummes. Und auf Marsch kommt ein Zombie angekrabbelt. So. Gut, Elfie. Eins ist noch übrig. Au, das tat weh. Ich glaube, das war unter Spannung. Das war nicht spannend. Schlag mich noch einmal.
So, und jetzt müssen wir, begibt sich zum zentralen Stallschutzende. Ja, los, schneller. Ich habe keine Zeit, auf dich zu warten. Das war knapp. Wenig Zeit. Tausend Dank. Ja, hättest du nur mal schneller gemacht. Jetzt bei der Hauptstation, Alfie. Finde die Hauptschalttafel. Sie ist in einem der Gebäude. Ja, Leute. Irgendwo der Nähe. Da. Ne, Leute, da werde ich erstmal diese Folge Schluss machen und dann sehen wir uns nächste Folge. Bis dahin, mach's gut und bis dahin. Ciao, sagt euer Mr. Sengs Payne. Tschüss.